Hey, hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es ist Sonntagabend, 10:30 Uhr. Aber ich habe gedacht, wenn nicht heute, wann dann? Die nächste Woche fängt an. Was hat sich gereimt? Schaffe ich es wieder nicht mehr. Und ich wollte euch unbedingt noch meine Shopping-Ergebnisse von der letzten Zeit zeigen. Haushalt dabei, viele Schnäppchen dabei. Ich bin bei Instagram und bei Facebook mehrfach gebeten worden, das auch bitte hier bei YouTube zu zeigen, weil es gibt Leute, die sind tatsächlich nur bei YouTube und Facebook. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Ich versuche mich mal eben noch ein bisschen höher zu stellen. Jetzt bin ich irgendwie wieder nur halb drauf. Ich zeige das ja immer taggenau bei Instagram. Ich werde das jetzt so machen, dass ich die Stories auch bei Facebook mit hochlade. Ich glaube, das hatte ich vorher blockiert. Und versuche auch von diesen Schnäppchen-Shorts bei YouTube zu machen. Ich habe nun letztens schon die ganzen LEs hochgeladen. Da war ich in einem Rossmann und also ich bin fast erschlagen worden von diesen ganzen LEs, von Catrice, Essence, Reval de Loup, Reval Loves Me. Ich glaube, alleine Reval Loves Me hatte zwei neue LEs. Wahnsinn, Wahnsinn. So, ich fange mal an und ich würde sagen, ich fange heute tatsächlich mal an mit DM. Es geht erstmal los mit so ein bisschen Haushalt und eben Schnäppchen, die ich euch zeigen möchte. Einige sind leider nicht mehr gültig, deswegen, wie gesagt, ich versuche es ja mal taggenau auch bei Instagram hochzuladen. Aber ich soll sie euch trotzdem zeigen, also mache ich das. Ihr wisst, ich bin Schnäppchenjäger, das wird wahrscheinlich noch viel mehr werden bei mir. Immer wenn ich die Zeit habe. Ich nehme ja auch gerne bei diesen Geld-Zurück-Aktionen teil. Ich habe schon lange kein Waschmittel mehr gekauft. Übrigens für alle. Ab nächste Woche gibt es Persil-Pots. Da gibt es auch diese Geld-Zurück-Aktion von Persil. Da könnt ihr diese Pots kaufen. Da muss aber auf der Packung stehen, gratis testen. Und dann könnt ihr das abfotografieren, den Code von der Packung mit einreichen. Müsst eure Kontonummer mit angeben und dann kriegt ihr das Geld schnellstmöglich zurück. Bis zu zwei Packungen kann man kaufen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Waschmittel. Doch, ich weiß, wann ich das letzte Mal Waschmittel gekauft habe. Nämlich bei Rossmann und das war ein Mega-Schnäppchen. Aber das zeige ich euch gleich. Ich fange jetzt an mit DM. Erstes Schnäppchen waren diese Tempo-Taschentücher-Boxen. Und ihr wisst, der Winter geht los. Ja, es wird wieder Rotznasen ohne Ende geben. Normalerweise kaufe ich immer die günstigen, weil die günstigen sind genauso gut, muss man einfach sagen. Tempo wirbt ja immer damit, dass die Taschentücher in der Waschmaschine nicht auseinanderflattern. Ist bei den günstigen mittlerweile ganz genauso. Ich fand die Boxen aber schön und sie waren unschlagbar günstig, denn da ist irgendein Jubiläum, wie ihr hier seht, und dann waren die Boxen, diese großen Boxen, haben anstatt 2,35 € oder 2,45 € oder wie viel die auch gerade kosten, nur 1,95 € gekostet. Dann gab es 20% auf alle Tempo-Geschichten und noch so einen Doppelungsgutschein und so habe ich schlussendlich 1 Euro für eine Packung bezahlt. Natürlich nehme ich das mit. Übrigens auch nochmal eben. Nee, das ist Quatsch, wenn ich euch das erzähle, weil ich nicht weiß, wann ich dieses Video hochlade. Denn ich werde morgen erstmal, also am Montag, mein Aufgebraucht-Video hochladen und wahrscheinlich am Mittwoch das Shopping-Video, weil wie gesagt, vieles ist einfach sowieso nicht mehr gültig. Es ist egal, wann ich es hochlade, von daher. Aber ich kann es euch ja trotzdem sagen, für alle, die es noch nicht wissen, selbst wenn ich das Video am Mittwoch hochlade, bei Rossmann sind in dieser Woche auch bei Nivea eins kaufen, das günstigere Produkt umsonst. Und dann gibt es auch irgendwo noch so einen 20% Gutschein und ihr müsst halt auch immer den 10% Gutschein mit einlösen. Ich mache weiter mit DM. Noch ein Doppelungsgutschein und zwar, was heißt Doppelungsgutschein? Kaufe eine Packung Zahnpasta Oral-B, bekomme eine Oral-B geschenkt und natürlich habe ich daran teilgenommen. Denn wer sich mit Oral-B die Zähne putzt, weiß, wie teuer sie ist. Und da kriege ich doch gerne eine Packung geschenkt. Denn das sind Artikel des täglichen Lebens, die braucht man immer. Und wenn man dabei sparen kann, dann lege ich sie mir hin, weil sie werden sowieso aufgebraucht.
Dann habe ich mir natürlich auch gleich noch einen Kalkreiniger mitgenommen. Für mich der beste Kalkreiniger. Könnt ihr auch mischen in der Sprühflasche, wenn ihr es nicht so extrem haben wollt. Das mache ich auch immer ganz gerne. Dann ist er so ein bisschen dünner. Dann gab es noch ein Angebot bei DM und zwar kaufe 2 Sakrotan-Reiniger und bekomme 1 Sakrotan-Seifenspender geschenkt. Ich habe diese Tücher für unterwegs gekauft, habe ich gesehen bei Mrs. Geizhals. Auch die werde ich euch unter diesem Video auch gerne nochmal verlinken, weil jetzt so mega Schnäppchen für alle, die auf TikTok sind. Ich habe mir 2-mal diese Reisetücher gekauft. Die waren jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen, ne? Wenn man überlegt, so Reisetücher für 1,95 pro Packung ist das kein Schnäppchen. 3,90 € fand ich aber in Ordnung, weil auch das sind Produkte, die ich regelmäßig benutze. Habe ich den geschenkt bekommen. Außerdem hatte ich von, Entschuldigung, DM noch einen 10%-Coupon aus der Campus-Tüte. Und den habe ich dann gleichzeitig mit eingelöst. Bei 3,90 € sind es 39 Cent weniger. Kann man mitnehmen, ne? Auf jeden Fall. So, das waren die Schnäppchen von DM. Ich mache jetzt weiter mit Rossmann. Da gab es auch einen Verdopplungsgutschein und noch 20%. Ich weiß auch nicht, wieso die das manchmal machen. Vielleicht machen sie es mit Absicht in der App, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, der war aber nur bis zum 10. gültig, dieser Gutschein. Und ich wollte das unbedingt mitnehmen. 2-mal diese Rexona-Dios, ihr wisst, wie unfassbar teuer die sind. Und dann gab es einen Prozentgutschein. Dann diesen irgendwie kaufe 2 Produkte von Rexona, kriegt das eine zur Hälfte. Dann gab es noch einen 20%-Gutschein. Also es war total günstig und noch die 10% aus der App. Deswegen bin ich auch extra am 10. am Samstag noch losgelaufen und habe mir diese Deos gekauft. Denn der gilt jetzt leider auch nicht mehr. Dann gab es 20% auf alle Produkte von Domol und Barossmann. Und dann waren die Waschmittel auch noch im Angebot. Und dann noch der 10%-Coupon. Ich muss dazu nichts mehr sagen. Ich habe mir 2-mal schwarzes Waschmittel gekauft, 1,5 Liter. Waren im Angebot für 1,99 € minus 20%, minus 10% aus der App. Absolute Schnäppchen, 1,49 € oder so hat das Waschmittel noch gekostet. Natürlich habe ich mir dann auch gleich 2 mitgenommen. Und ich wasche ja nicht so gerne mit flüssigem Waschmittel, ihr wisst, aber. Für schwarze Wäsche gibt es halt kein anderes. Und dann gab es nochmal dieses hier für Sportwäsche. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Ich werde das mit aufbrauchen. Auch das. Der Hygienereiniger war auch im Angebot und da gab es auch nochmal 20% drauf. Minus 10% aus der App. Also ich kann euch das nur ans Herz legen, wenn ihr sowas seht, wenn ihr solche Schnäppchen seht, solche Coupons seht. Verdoppelungskupons oder wie auch immer, stellt euch das auf Vorrat hin. Es ist einfach, das sind Artikel des täglichen Lebens und es ist alles so teuer geworden. Die muss man einfach mitnehmen. Übrigens für alle, die es interessiert, ich mache ja auch gerne bei diesen Geld-Zurück-Aktionen mit. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt. Ab nächste Woche auf Persil, diese Pots gibt es bei Rossmann Geld zurück. Das steht auf der Packung drauf. Ihr müsst dann so eine Packung nehmen, 2 Packungen könnt ihr nehmen. Dann fotografiert ihr das ab, fotografiert die Registriernummer von dem Paket, was ihr gekauft habt, ab, schickt das ein und bekommt das Geld auf euer Konto. Ihr müsst natürlich eure Kontonummer angeben. Wer das nicht möchte, für den hat das keinen Sinn. Aber ich weiß gar nicht, wie lange ich schon kein Waschmittel mehr gekauft habe. Und ich wasche am allerliebsten mit Persil oder Ariel. Und das sind nun mal die teuersten Marken. Und wenn ich da Geld zurückbekomme, warum nicht? Ne? Kann man packen in die Urlaubskasse oder für einen schönen Ausflug oder einfach mal essen gehen. So, ich mache weiter, würde ich sagen, jetzt mit Action, weil auch da habe ich so ein paar Haushaltssachen gekauft. Das heißt, ich hätte euch fast noch was unterschlagen. Ich habe mir diese neue Maske von Bullrich gekauft. Ich habe mich da erst ein bisschen schwer getan, weil diese Masken kosten 1,95 € und die anderen, die ich ausprobiert habe, die hätte ich damals bei Müller gekauft. Natürlich auch mit Prozenten, ist ja ganz klar.
Da war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil die sehr, sehr trocken waren und auch nicht lange auf dem Gesicht gehalten haben. Und auch die Passform war sehr schwierig. Ich glaube, es wird mich hier auch erwarten, aber ich habe gedacht, mit Vitamin C und Retinol probierst du mal aus. Wie wir sie, das werde ich bei Instagram hochladen. Das kann ich nicht auch noch hier irgendwie in der Kurzversion hochladen. So, dann habe ich mir auch noch gekauft. Ein paar Duftstäbchen für den Staubsaugerbeutel, die habe ich da immer drin. Der eine kann natürlich jetzt sagen, wow, was für ein Tinnef. Ich mag das. So, dann war ich bei Action, wie ich eben schon gesagt habe. Zum einen wollte ich unbedingt mal diese Wimpernzange ausprobieren. Die liebe Alina hält die ja ständig in die Kamera und schreibe ja so auch mit ihr. Und ich habe gedacht, okay, ich probiere die mal aus, ob die wirklich vernünftig ist. Ich werde mal sehen, ob die mit meiner Wimpernzange von Shiseido mithalten kann, weil die kostet irgendwie um die 30 Euro. Also von daher, wenn die besser ist, nehme ich natürlich die für 99 Cent. Ne? Dann habe ich dieses wunderschöne Teil bei Action gefunden. Das war im Wochenangebot. Wie schön ist das bitte? Könnt ihr das sehen? Diese tolle Glasflasche. Das ist Black Oud. Das riecht so gut hier oben. Das finde ich bei Action auch richtig klasse. Ist so ein getränktes Stäbchen drin. Und das ist so ein schöner Duft. So ein bisschen würzig, aber auch ganz weich. Ich freue mich da schon total drauf. Der riecht so ein bisschen wie der schwarze Duft, den ich euch von Rossmann gezeigt habe. Von, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich werde es nachgucken, werde es euch hier oben irgendwo reinschreiben. So ähnlich riecht das. Der hat aber nur gekostet 2 Euro, ein paar zerklebte 2,29 €. Und das ist ein richtig großes Teil und es ist voll. Ne? Keine Mogelpackung. Dann durfte noch ein Reiniger mit. Ich habe gedacht, ich probiere den mal aus. Das ist ein Antikalk-Bathroom-Reiniger, der auch so ein bisschen Duft hat. Ich nehme ja sonst immer Antikalk. Dieser kostet aber, glaube ich, nur 1,29 € oder war unter 1 €. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Wenn ich das online bei Action finde, werde ich euch das auch hier reinschreiben. Ja, und dann habe ich mir die wieder mitgenommen. Ich finde die total klasse. Das ist aber nur für Leute, die noch einen Spülkasten sehen können und darauf zugreifen können. Die packt man nämlich in den Spülkasten, dann ist das Wasser schön blau und frisch. Blau und frisch, ne? Suggeriert ja immer so einiges. Ihr wisst Bescheid. Finde ich klasse, kosten 79 Cent. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann durfte noch eine Spülbürste mit. Auch die hat 69 Cent gekostet. Super stabil, hier mit so Gumminoppen. Wir kennen das alle, wenn die so glatt sind und man hantiert im Wasser, womöglich nur mit Spülmittel, dann rutscht man da gerne mal ab. Entschuldigung, meine Nase juckt, meine Haare hängen wieder überall rum. Und über die Farbe müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Ist ja klar. So, das war weitestgehend Haushalt, alles Mögliche. Dann habe ich mir mitgenommen, ich glaube bei Rossmann oder bei DM, ich weiß es nicht mehr genau. Den Anspitzer von Essence, der ist richtig super, super scharf. Der spitzt richtig gut an, macht sich nur nicht so gut, wenn man den runterschmeißt und auch noch drauf tritt. Was soll ich sagen? Ihr wisst, ich sammle Pinsel. Die Essence Weihnachts-LE ist das und das ist so ein schöner Pinsel. Der ist super, super, super weich. Den werde ich nicht benutzen. Der kommt in meine Pinselsammlung. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Vitrine, aber jetzt habe ich mir gerade ein neues Projekt vorgenommen. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen ein wunderschönes altes Küchenbuffet gefunden für 40 Euro. Die kosten ja sonst um die Hunderte. Das werde ich mir aufarbeiten. Da habe ich schon mit angefangen. Ich freue mich richtig drauf. So, dann möchte ich euch noch was zeigen und das habe ich euch da auch drauf. Diese Mascara habe ich zumindest drauf. Von L'Oréal die Panorama Mascara. Und der Automatic Gel Eyeliner, der hält mega Bombe in Braun. Und ich finde, Braun ist so eine richtig schöne, smooth Farbe. Der Gel Eyeliner ist super, super weich. Der ist sofort da. Guckt euch den Strich an. Auch für Schlupflider geeignet. Drückt nicht ab. Wenn er fest ist, dann sitzt der Bombe drauf. Richtig toll. Ja, was soll ich sagen? Die Panorama Mascara habe ich schon in Schwarz einmal aufgebraucht. Ich finde sie richtig klasse. Die hat dieses spitz zulaufende Gummibürstchen. Damit kriegt ihr wirklich jede Wimper zu fassen. Ich tusche ja immer so vom Wimpernkranz an und dann im Zickzack nach oben.
Das Ergebnis ist einfach toll. Das, was ihr da auf meinem Auge seht, ist eine Schicht. Was soll ich dazu sagen? Ich hatte heute nicht mehr Lust zu mehr Schnickschnack, sonst nehme ich den immer noch ganz gerne, verdichte mir da mit dem Wimpernkranz und gehe auch oben auf dem Wimpernkranz so ein bisschen lang, so ein bisschen angedeuteten Eyeliner. Der hält wirklich mega. So, dann noch etwas aus der Drogerie, was ich neu gefunden habe. Und Leute, ich bin so verliebt in diesen Duft. Ich hatte ja diesen Sherry-Duft schon. Ich habe ihn mir nochmal nachgekauft. Ich habe den tatsächlich schon einmal leer gemacht. Ne? Kostet 6,95 € oder so. Den habe ich auch bei DM gekauft. Entschuldigung, meine Nase juckt schon wieder. Und habe gleichzeitig auch da noch meinen 10%-Coupon eingelöst. Der kostet 6,95 €. Also habe ich nochmal 70 Cent gespart. Das ist Larif Vintage Flower. Und man darf das ja nicht mehr sagen. Natürlich hat er auch einen Frühling, wie alle. Ich glaube, ich muss das nicht dazu sagen. Ihr wisst das alle. Die Flasche finde ich richtig schön gemacht. Ja, mit dem Aufkleber, die Farben, die sprechen mich total an. Und dieser Duft ist so wundervoll. Ich trage den seit Tagen. Ich kann den immer wieder aufsprühen. Müsst ihr gar nicht, weil der hält den ganzen Tag. Und mich haben schon so viele Leute auf diesen Duft angesprochen. Das ist ganz klar ein blumiger Duft, der so ein bisschen süßlich von unten nachkommt. Aber so ein, ich kann das, ihr wisst, ich kann Düfte leider nicht beschreiben. Es ist ein Trauerspiel. Ich bin aber bei Instagram schon mehrfach angeschrieben worden, weil da habe ich dir natürlich gezeigt. Also die Farben sind doch wirklich wunderschön, ne? Das macht mich so richtig an, wirklich. Dass die Leute den auch ausprobiert haben und sagen, auch der riecht total angenehm. Das ist so ein gesetzter Duft, das ist nicht so bam. Und trotzdem ist er da, ne? Wunderschön. Wunderschön. Ja, dann, was soll ich sagen, mein Trüffelschwein Emso. Sie heißt ja wirklich Suna, aber Emso heißt sie bei Instagram. Ich habe sie euch schon ein paar Mal verlinkt. Die hat wieder die Schnäppchen rausgeholt. Und ich habe dann auch was mitgenommen von den Schnäppchen. Und zwar gab es bei Benefit richtig viele Prozente, also wirklich Wahnsinn. Und ich mag ja die Augenbrauenpomade von Benefit total gerne. Hier ist sie. Die nutze ich zwischendurch immer. Ich habe eine sogar schon leer gemacht. Ich weiß gar nicht, hatte ich die gezeigt? Nee, ich glaube, die habe ich nicht gezeigt. Ich glaube, zu der Zeit habe ich keine Aufgebraucht-Videos gemacht. Ich habe eine längere Zeit ausgesetzt. Dann gab es gratis dazu diese kleine Mascara. Die Fanfest Mascara. Die ist so. Ich finde so kleine Mascaren richtig toll. Mascaras. Ich glaube, Mascaren sagt man gar nicht, ne? Weil das sind irgendwelche Inseln. Ich habe mal mich ein bisschen schlau gelesen. Fanfest finde ich für unterwegs immer klasse. Immer. Aber auch für zu Hause. Ne? Und dann gab es natürlich noch Proben dazu. Zwei. Aber was ich richtig schön fand, das muss ich wirklich sagen, ist diese Tasche. Ist die nicht einfach wunder, wunderschön? Die werde ich verschenken. Finde, sowas kann man auch immer gut mal verschenken. Kommen wir zu Beauty-Masken, wie auch immer. Ich war bei Aldi mit meinem Freund und der hat sich dann noch irgendwas ausgesucht. Da habe ich so ein bisschen rumgeschnökert bei Aldi. Ich suche aber auch an seinem Aldi immer noch mal diese tollen Duschschäume. Die gibt es da nicht, aber momentan habe ich auch wirklich genug. Ich kann erstmal lange, lange duschen. Was habe ich gefunden? Masken bei Aldi. 79 Cent. Ich bin da wirklich so gespannt drauf. Magic Glow oder was steht da? Ich muss mal eben die Brille aufsetzen. Aquaglow. Hydrointensiv-Effekt mit Provitamin B5, Jasmin und Blüten. Jasmin, Blütenwasser. Bin super gespannt darauf. Die Hunger fühlen sich richtig gut an. Man fühlt das ja, ob die Masken gut getränkt sind. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Tuchmaske. Und es gab Augenpads. Wie lustig ist das denn bitte? Das habe ich noch nie bei Aldi gesehen. Ich mag ja diese Gelpads eigentlich nicht. Und ich finde eigentlich auch, es ist viel zu viel Verpackung. Aber ich habe gedacht, ich nehme das mal für euch mit und teste das für euch. Mal gucken, ob das was ist. So, dann Flaconi.
Flaconi hatte mega Prozente und die liebe Suna hat mir tatsächlich noch einen Rabattcode besorgt. Das war der Knaller. Und es gibt so ein paar Bodylotions, die ich unfassbar liebe, aber die ich mir so selten gönne, weil die sind teuer, Leute. Die sind wirklich, wirklich teuer. Also für eine Bodylotion, die 400 Milliliter enthält, sind nun mal 17 Euro, finde ich schon viel Geld. Gehen noch teuer, ich weiß, teurer auf jeden Fall. Ich muss die mal eben runternehmen, das blendet so heftig. Einmal die Biotherm Oil. Das ist so eine schöne Bodylotion und dieser Duft, ne, ich liebe diesen Duft. Ich mache die jetzt nicht auf, seid nicht böse, ich habe gerade noch was im Gebrauch. Und bei denen würde ich wirklich weinen, wenn die mir umkippen würden. Gerade für den Winter, wenn ihr trockene Haut habt, das ist wirklich eine mega Pflegebombe. Die ist super angenehm, die macht ein ganz tolles Hautgefühl. Zieht trotzdem schnell ein, die bleibt nicht so auf der Haut liegen, ein Traum. Und jetzt kommt ein richtiger Traum. Das ist so eine tolle Bodylotion. Die Nutrix Royal Bodylotion von Lancôme. Das ist wirklich so eine tolle Bodylotion. Und ich gehe da so sparsam mit um, wirklich, weil ich die einfach, die gönne ich mir selten. Ich habe Hoffnung, jetzt setze ich jetzt nochmal die Brille auf, dass in der Black Week da nochmal, ob es da nochmal ein paar mehr Prozente gibt, weil diese Bodylotion kostet mit 400 Milliliter. Ich habe jetzt nur 20 Euro bezahlt. Sie kostet sonst deutlich mehr. Ja, dann wollte ich unbedingt mal den B-Facial Instant Cleaner von Lancôme testen. Viele feiern den ja komplett. Das ist ein Augen-Make-up-Entferner. Damit soll man alles runterkriegen. Ich habe mir die kleine Größe geholt. Die hat ein Appel und ein Ei gekostet, ne? Auch die war im Angebot. Und ich habe gedacht, ich möchte die unbedingt mal ausprobieren. Oder ich möchte den unbedingt mal ausprobieren, damit ich mal mitreden kann und sagen kann, ob der wirklich so gut ist oder eben nicht. Denn auch der ist kein Schnäppchen. Das kann ich euch sagen. Ja, was soll ich sagen? Die liebe Suna, ich hätte es fast gar nicht gebraucht, hat natürlich wieder ein Schnäppchen gepostet. Hier gibt es so ein Set mit einer Full-Size-Mascara, einem Eye-Pencil und ich gucke gerade, ob ich das aufkriege, weil ich will das nämlich verschenken. Da möchte ich das eigentlich nicht so gerne kaputt machen. Warte mal, ich gucke mal eben. Nee, ich mache das jetzt nicht auf. Wie gesagt, ihr seht das ja da draußen auf dem Bild, da ist eine Full-Size-Mascara drin. Ein Eye-Pencil und auch dieser B-Facial Oil Augen-Make-up-Entferner. Ja. Dann gab es gratis dazu eine Mini-Version der Lash Idol. Und die habe ich schon mal gehabt im Mini, fand ich richtig toll. Die ist leider schon leer. Die habe ich gar nicht mit in meinen Aufgebrauch gepackt. Sieht so aus. Ich habe euch die aber auch bei Instagram gezeigt. Ich finde die richtig klasse. Auch die macht richtig schöne getrennte Volumenwimpern und mir ist immer wichtig, dass sie auch so ein bisschen den Schwung halten, weil ich habe sehr gerade Wimpern. Das gab es auch geschenkt. Ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Ich glaube, es ist so ein Probenset. Magic Weihnachten. Aber jetzt gucke ich da mal rein. Oh ja, tatsächlich. Da gibt es 4 verschiedene Proben. Ja. Und guckt mal da oben. Ich sag jetzt mal nichts, ne? Ich habe euch ja gerade einen Duft gezeigt. Also das finde ich richtig niedlich. Da sind 4 verschiedene Duftproben drin. Chloe, Nomad, Burberry Goddess. Oh, das wollte ich immer mal ausprobieren. Die Suna feiert das ja so. Und wie gesagt, Gucci Flora, Gorgeous, Gardenia. Was soll ich sagen? Ja, freue ich mich drauf. Und dann gab es noch 2 Parfumproben oben drauf. Einmal Legend Spirit Mont Blanc. Ich glaube, das ist ein. Ist das ein Herrenduft? Ich weiß es gar nicht. Ich werde mal dran schnuppern. Könnte ich mir aber vorstellen, dass es ein Herrenduft ist. Und dann Lancôme Idol. Den habe ich ein großer, steht da hinter mir. Das sind so Sachen, die werde ich verschenken. Parfümproben werden ja immer gern genommen. So, that's the end. Ich glaube, es reicht auch. Weihnachten kommt, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Geld für Weihnachten.
Wobei wirklich, wenn man überlegt, was man sonst für diese Produkte bezahlt hätte, es gibt nichts mehr zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr die Glocke aktiviert und mich abonniert, dann seht ihr, wenn ich wieder ein Video hochlade. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Wie gesagt, ich werde das Video wahrscheinlich erst am Mittwoch hochladen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.